Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen mal wieder eine Runde Total War Britannia Saga Spiel. König Eirik sehe ich gerade ist 54 und eine weitere Fraktion, ist dahin geschieden. So, kein Unfall. Die Unaussprechlichen erklärt den Verschwörern, die seinen König gemeuchelt haben, den Krieg. Zuerst hört ihr, dass der Herrscher von die Unaussprechlichen verschwunden ist. Dann, gefühlte Augenblicke später, erreicht euch die Kunde von seinem Tode. Wenngleich auch niemand mit Sicherheit sagen kann, woran er starb, und kurz darauf erhaltet ihr Nachricht, dass irgendwas und vielleicht auch Stratklut ihre Armeen mobilisiert. Oh Gott, nein. Nichts davon ist Zufall. Irgendwas ist hier faul. Irgendein Doppelspiel wird hier getrieben, indem eure Nachbarn bis zum Halse mit drin stecken. Und wenn sie das mit den Unaussprechlichen tun können. Also, wir sind jetzt im Krieg oder was? Den anderen Leuten? Also nochmal kurzes, was letztes geschah. Wir haben halt gegen die gekämpft. Und ja, die ziehen sich wieder zurück, wie ich sagte. Sie greifen nicht altklug an. Ich gehe nochmal auf die Diplomatiekarte. In der Zwischenzeit, ich hatte die Runde, weil letztes Mal nochmal weitergemacht. Ne, damit ihr nicht den Ladebalken sehen müsst. Und da hatten die uns noch einen Friedensvertrag angeboten, aber den wollte ich nicht. Ach so, es sind die Schotten. Die Unaussprechlichen. Obwohl die Fasane sind auch. Den Namen kann man auch, glaube ich, nicht aussprechen. Also ich zumindest nicht. So. Ja, die sind immer noch unglücklich. Feindliches Blut wird fließen. Und ja, ihr müsst über den Fluss. Wir sind Männer, keine Götter. Für den Allvater. Wie, wir sind nicht mal über den Fluss gekommen? Und ein Aufstieg. Ein Statthalter. Cormac. Den ich nicht mag. Ja, das war auch schon der Winter. Achso, das war unser Sohn, den habe ich ganz vergessen. Prinz Ketil war das, glaube ich. Also wie gesagt, erst machen wir die Fasanköpfe platt. Und dann marschieren wir Richtung Schottland. Und weiter geht mein Plan noch nicht. Interessiert uns alles nicht. Siedlung verloren? Ja, das habe ich ja mit eigentlich auch gerechnet. Und ein Fischereihafen ist fertig. Na, also. Den Kollegen lasse ich am Leben, die Rebellen mache ich nicht platt. Der Sohnemann soll, glaube ich, der Prinz Ketil sollte ja die hier töten. Und das dauert aber, bis der da ist. Und wir machen die Fasanenköpfe. Also, ich weiß nicht, ob ich dann Stratklut weitermache oder mich mit diesen Northumbrian-Typen anlege. Das sind ja eigentlich auch Wikinger. Da habe ich eigentlich keine Lust. Ich möchte lieber am liebsten gegen Westsachsen oder Wessex marschieren, aber ich habe so das Gefühl, bis wir da runter gesegelt sind, sind schon mal drei Jahre vergangen, bis wir halt da sind. Oder wir nehmen dies hier ein und dann haben wir trotzdem Mercien hier, glaube ich, noch vor uns. Ja. Also wenn jemand eine Idee hat, wie wir weiter vorgehen sollen, schreibt es in die Kommentare. Upsala. Ihr habt nichts gesehen.
Ich bin wohl zu sehr an den Rand gekommen. Okay. Ah, Katze. Oh. Einmal über die Tastatur laufen. Danke. Unsere Feinde sollen untergehen. Unsere Feinde sollen untergehen. Genau, schlag zu. Aber wir kommen nicht hin. Zu unseren Feinden. Dienen bis zum Ende. Genau, komm erstmal hierher. Oh, Geld haben wir ein bisschen, aber ich glaube. Wir können nirgendwo was investieren. Dann war das schon der Frühling. Ich glaube, das nächste Mal. Ich fange nochmal die Westsachsen an. Westsachsen und vielleicht die. Ja, die anderen Schotten, die halt unten neben Westsachsen. Wessex. Ach, Westsachsen klingt irgendwie kacke. Wessex klingt viel cooler. Oh! Königreich von Dublin. Bündnis anstreben. Nur warum nicht? Erobert sie. Ne, ignorieren. Aber gibt 25 auf Expedition. Ach nee, das ist Expedition. Das ist irgendein Tribut. Oh, da könnte ich die Expedition endlich mal starten. Wir haben einige Verbindungen zu den Menschen, die sich an der Ostküste Irlands niedergelassen haben. Manche unserer Leute wünschen eine Zusammenarbeit mit ihnen. Andere jedoch sind der Auffassung, dass wir uns dieses Land selbst einverleiben sollten. Wie sollen wir in diese Angelegenheiten vorgehen? Mann, oh Mann. Wird Zeit, dass mein Kapo wieder kalt wird. Ich muss was trinken. Erobert sie auf keinen Fall. Ja, gemeinsam kontrollieren wir die Meere. Es gab ein bisschen Tribut. Mission erteilt. Durch die Zusammenarbeit mit diesem Volk von Dublin können wir uns die Seeherrschaft sichern. Arbeiten wir mit unseren Brüdern zusammen. Schließt ein Bündnis. Hä, habe ich das nicht gemacht? Ach, das ist meine Mission? Dublin? Euer Besuch bereichert meine Hallen. Setzt euch. Ein angemessenes Ergebnis. Hm, jetzt sind wir erstmal Freunde. Oh, militärisches Bündnis beendet. Ach, militärisches Bündnis da. Beleidigend. Ah. Was ist, wenn ich dir ein bisschen hier davon gebe? Beleidigend. Naja gut, dann warten wir. Du kommst dann schon von dir selbst aus. Denke ich mal. Und wir können wieder was bauen. Ein Turm, der wieder Nahrung kostet. Ne, das nicht, aber Geld. Ich lasse das nochmal. Ich will dafür was anderes. Ach, wo ist denn jetzt der Fasankopf hin? Ach, der führt jetzt gegen Schottlandkrieg, oder was? Das realisieren wir. Heute und Ruhm! Nee, besetzen. Ohne Verzug. Oh, jetzt hat er 10 Einheiten. Das kann ich nicht tun. Aber er ist geschwächt. Verlasst euch auf uns. Oh, wir kommen da nicht mehr hin. Das werde ich nicht. Oh, hätte ich das nicht gemacht. Verdammt. Also viel von Schottland ist noch gar nicht mehr übrig. So, können wir es erforschen, erforschen, erforschen. Alle Regionen und Erfahrung für Generäle. Mhm. Oder mehr für die Truppen. Ah, hier. Nimm mal hier diese Kettenpanzer. Ich denke mal, es sind dieselben Einheiten, bloß weiter ausgerüstet oder verbessert. Schade, wird jetzt bestimmt hier Edinburgh. Ich glaube Edinburgh soll das heißen. Dann ist das hier nicht Guvan. Was halt.
Gettys... Ja, ich bin doof. Ich komme nicht auf den Namen. Glasgow? Müsste Glasgow sein, ne? Position könnte passen, parallel zueinander. Ach, Schottland ist ein schönes Land. Für den Allvater! Ja, aber da kommen wir nicht mehr hin. Und wir rekrutieren nicht. Wir rekrutieren nicht. Die See wartet. Ah ja, mach mal. Ja, das war der Sommer. Ich hoffe mal, er rennt nicht nach Edinburgh. Schrägstrich Edinburgh. Oder Edinburgh. Edinburgh. Bleiben wir bei Edinburgh. Und wenn wir ein bisschen mehr Geld haben, mal ein bisschen mehr Geld übrig haben, dann strebe ich das Bündnis mit den Iren an. Oder läuft das vielleicht ab? Müssen wir gleich mal gucken. Oh, Blitz. Beschädigte Gebäude. Oh, das ist ja unschön. Wütende Blitze sind hier eingeschlagen und haben die Gebäude dieser Siedlung beschädigt. Oh. Das macht sie alle traurig. Der Zorn der Götter richtet sich gegen diese Siedlung. Gebäude werden zerstört und Menschen verlieren ihr Leben. Das ist doch nur ein bisschen Donner, Jungs. Habt euch doch nicht so. Ah, die haben Frieden gemacht. Die machen Krieg. Und Stratlut ist wieder weggenommen. Alter, willst du mich veräppeln? Massakriert sie! General Pfosten. Massakriert sie! So, was können wir hier machen? Siedlung belagern ohne anzugreifen. Nö. Er ist geschwächt, dem gebe ich keine Möglichkeit, sich irgendwie wieder aus der Affäre zu ziehen. Der gehasste Mann kann nicht vermitteln, der Wütende nicht flehen. Aha. Die Eule und die Nachtigall. Reinheit, Sand, Erkenwald. Wow, cool. Alfred der Große. Äußerst töricht und erbärmlich scheint mir der Mann, der sein Wissen nicht erweitern will, solange er auf der Welt ist. Töricht und erbärmlich. Na, eigentlich lernt man ja jeden Tag was dazu, wenn es nur was aus dem Fernsehprogramm ist oder aus dem Internet. Oder hier bei mir. Auf YouTube. Naja, er hat auf jeden Fall gepanzerte oder besser gepanzerte Infanterie als ich. Einmal Bogenschütze und viermal Kavallerie. Davon zwei Nahkämpfer und zwei Plänker. So, wenn man die Armee von diesen Fasanleuten gekillt haben, wie Gottesstreiter, nehmen wir so schnell wie möglich ihre sämtlichen Ländereien ein. Nicht, dass der wieder eine Armee aufstellt und ich wieder ein Hin und Her habe hier. Als Mensch muss an mehr denken als nur an Gold. Geld. So. Nö. Warten wir mal auf besseres Wetter. Und Beute. Reiter. Eigentlich müsste er doch hier auf der Seite sein, weil das ist auch seine Siedlung. Naja, ist egal. Versucht, eure Geschossinfanterie gegen die des Feindes. Ja, geben die auf die Nase. Schlachtbefehl! Also gut. Der Feind nähert sich! Die bekommen uns nicht lieb. Der Feind nähert sich überhaupt nicht. Nieder mit dem Feind! Kavallerie! Kavallerie!
Ich habe noch nicht gerafft, warum die hier manchmal in den Nahkampf reinrennen, die Kundschafter. Das habe ich echt noch nicht verstanden. Sind hier die Nahkampfleute dabei? Nahkampf, Nahkampf. Ist gemischt. Stürzt euch auf sie! Das Gefecht wartet! Wir werden nicht verlieren! Bogenschützen! Bogenschützen! Abflug! Nennt eure Befehle! Ne, hier. Schlachtbefehl! Reiter! Feindliches Feuer! Speerkämpfer! Unser General wird angegriffen! Also dann reich ich die Nacht! Alles geht! Fertig! Bereit euch! Ich wurde getroffen! Was machen die da? Befehligt uns! Von Odin ausgewählt! Attacke! Attacke! Achso, er macht das, was ich gesagt habe. Oh nein. Bogenschützen! Tod von oben! Geschosse! Ziel anvisieren! Fertig! Wir werden geschossen! Nieder mit dem Feind! Machen Sie nieder! Sie sollen verrecken! Schlachtbefehl! Tempo steigern, Männer! Hopp, hopp, Krieger! Zur Schlacht bereit! Unsere Männer haben klein beigegeben! Feiglinge! Axtkämpfer! Macht sie nieder! Erledigt sie! Kavallerie! Ich will nicht sterben! Ich wurde getroffen! Der Kämpfer! Wo ist die Schlacht? Von Odin ausgewählt! Seht ihr! Sie fliehen vor unserer Macht! Zur Schlacht bereit! Attacke! Unsere Krieger! Axtkämpfer! Hopp, hopp, Krieger! Unsere Männer haben sich versammelt! Schwertkämpfer, komm schon! Tempo steigern! Der feindliche General ist tot! Bogenschützen! Speerkämpfer! Ach ja, ich mach hier nur Mist. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten! Ja, also ich... Irgendwie das, was ich gedacht habe, ging irgendwie nicht auf. Nennt eure Befehle. Wo ist die Schlacht? Abflug! Zeit, uns hier anzumachen. Das hat Schaden errichtet. Ach, das war... nicht gut. Zu viel Verluste. Na gut, er hat Kavallerie gehabt, das in großen Mengen. Und dann hat man eine Flanke hintergangen. Hat er eigentlich richtig gemacht. Aber wir haben sie komplett vernichtet. Na gut. So, wir besetzen sie mal wieder. Jawohl! Das realisieren wir. Dann nehmen wir die Stadt als nächstes, gehen dann wieder zurück. Und können wir hier was zu essen ausbauen? Ich weiß gar nicht, welcher Stadt das ist hier. Alles über. Ah ja.
brauchen Korn. Da kann sein, dass er hinten wieder eine Armee rekrutiert. Oh, das ist beschädigt. Reparieren. Kein Geld mehr. Auch gut. Ja, dann war's das mit der Runde. Im Winter werde ich wahrscheinlich auch nicht viel machen. Erhebt eure Schilde, seid an Seite mit uns! Oh, das passt mir jetzt gar nicht. Das passt mir gerade echt nicht. Ey, gib mir mal noch mal ein Jahr Zeit oder so. Wir machen ein Gegenangebot. Mach ich auch kein Geld. Unsere Schatzkammer. So. Ich will ihn nicht verärgern. Er soll sich mal um seinen Rebellenaufstand da kümmern. Kämpft gegen Mitte. So, können wir das jetzt da reparieren? Da qualmt's auch noch. Mann, oh Mann, das dauert ja ewig, bis du da bist. Ketil, so. Wir schwören treuen Dienst. Vertraut auf uns. Ja, allerdings. Besetzt und dann bleiben wir auch quasi da drin erstmal. Die Schotten haben doch gar nicht so viel, ne? Drei Ländereien. Na gut, hier waren glaube ich eins, der hat er genommen. Hier, kümmere dich um deine Rebellen und da Rebellen. Ich habe nur da hinten Rebellen, aber kümmere dich doch darum, Mensch. Statt um die kleinen Schotten. Ja, das war's. Ja. Ja, unglücklich. Was ist denn hier los? Dieses Gebäude steht eurer Fraktion nicht zur Verfügung. Möglicherweise könnt ihr die Vorzüge. Okay, da sind irgendwelche Priester. Hm. Dann machen wir das Gebäude platt, oder? Auch nicht möglich, aber ich kann eine Kirche bauen. Na gut. Warten wir noch eine Runde. Wir brauchen Geld. So, ist mein Kapo endlich kalt genug? Hervorragend. Ich trinke mal eine einen Schluck. Ah, da ist schon mein Kollege. Der wird sich jetzt die Hauptstadt nehmen. Hey. Ah, diesen hin. Verlasst euch auf uns. Sollen wir uns die? Zur Schlacht bereit. Also dann, hi! Besetzen. Ohne Verzug. Also so viel. Die werden doch hier bestimmt. Ah ja. Die werden doch bestimmt hier noch rebellieren. Das ahne ich. Er nimmt's nicht ein? Das kann ich mir nicht vorstellen. So, dann haben wir hier noch zwei kleine Ortschaften. Und dann war's das mit den Fasanköppen. Das kann ich nicht tun. So, ja, unglücklich, unglücklich. Nächste Runde. Geht gerade ziemlich schnell.
Meisterhafte Verteidiger. Ach, wir haben es fertig entwickelt. Einige standhafte Soldaten können sich in der Schlacht allen Widerwärtigen zum Trotz behaupten. Ach, Widrigkeiten. Wenn wir den Bedarf nach den erfahrensten Verteidigern verbreiten, treten sie vor, um ihren Platz in unsere Ränge einzunehmen. Ja. Oh, was haben wir hier? Speerkämpfer. Aber das machen wir auch mal. Er hat es eingenommen, aber... Gut, dann... Feinde sollen untergehen. Attacke! Holen wir uns die beiden noch, wenn er sich die Hauptstadt genommen hat. Und Stratklut macht jetzt hier Schottland fertig, sehe ich gerade. Ja, ich brauche gar nicht mit Schottland mehr in den Krieg gehen. Aber Stratklut. Dann hat uns... Ja, Stratklut eigentlich ein Puffer zwischen mir und Northumbrien. Ja, wie man sie auch aussprechen mag, die Sachsen. Nordmänner. Aber es ist schon ein bisschen geordnet hier, ne? Hier sind die Westsachsen, Mercien ist ganz groß. Also ein paar kleinere sind auf jeden Fall weg. Irland hat sich auch so ein bisschen ausgebreitet. Ja. Sommer. Ach, ich habe mich schon bewegt, verdammt. Die Flotte steht bereit. Zur Schlacht bereit. Kannst du noch was rekrutieren? Neu ausbilden. Neu ausbilden. Linksklick, um erneuten Ausbilden der derzeit ausgewählten Einheit zu Berserker. Werden die dann besser? Was kann der hier? Ostmännerketten. Ach. Cool. Also die kann man updaten, wenn man das erforscht hat. Dann werden sie besser. Cool. Ich dachte, die hätten nur einen Einheitenrang, so wie hier. Aber das ist ja doppelt gewesen. Das ist ja cool. Das ist cool. So, ja, Nahkampfkavallerie. Brauchen wir noch irgendwie Speerkämpfer, Geschosseinheiten. Kavallerie nehmen wir mal. Können wir zwar nur einen, nehmen wir aber. Und dann kriegst du noch mal einen Bogenschützen. Das müssten um die 30 sein. Na, Speerkämpfer nehmen wir auch noch mal. Brauchen wir nicht. Weg. Kein Speerkämpfer. Ostmänner. Marodeure. Einen nehmen wir noch davon ein. So. Nicht möglich. Ihr verlangt das Unmögliche. Dazu sind wir nicht fähig. Ja, ich weiß. Aber... Kommst du hier drauf? Los marschieren, Männer! Ach ja, jetzt weiß ich, warum ich sie da lassen wollte. Na egal. So, wir haben kein Geld mehr. Wie hieß der? Das war Ketil, ne? Ketil, Prinz Ketil. So, dann haben wir uns schon bewegt. Und das war der Sommer. Hm.
bisschen mehr Action könnte ich mir hier schon vorstellen. Was läuft denn da lang? Was soll das da sein? Die Karawane? Massenflucht? Oh, nicht mehr Tribut. Ich brauche doch Tribut. Tribut. Ein zusätzliches landwirtschaftliches Einkommen. Wann immer die Söhne der See es verlangen, gibt das Land seine Schätze preis. Was kriege ich für kulturelle Vorteile? Tribut zahlen. Heute großzügig zu sein bedeutet, dass Sparmaßnahmen in harten Zeiten leichter ergriffen werden können. Warum sollten auch die Menschen die Äcker bestellen, die Früchte ihrer Arbeit genießen? Naja, komm, gehen wir es einmal. Letztes Mal haben wir es, glaube ich, zurückgehalten. Jetzt haben wir da Tribut weniger. Hier kam jetzt die Krone. Achso, es gibt mehr Ruhm. Alle sind glücklich. Plus 5 und gewaltiger diplomatischer Bonus gegenüber allen Fraktionen. Ach da. Das war was anderes hier. Das sind kulturelle Vorteile. Wenn wir jetzt irgendwie... Ja, was ist denn? Was ist denn, kleine Katze? Ja, Freundschaftserklärung. Dieses Treffen kann uns beiden nutzen. Ja. Wie wär's mit dem Bündnis, Junge? Beleidigend. Och. Immer noch beleidigend. Der macht's mir nicht einfach, der Typ. Ja. Nerve, Katze. Sorry, sorry, sorry. Oh. Das ist halt das Problem, wenn man halt im Haushalt eine Katze hat. So, weiter geht's. Also dann, hi. Und auch das besetzen wir wieder. Wie befohlen. Und nächste Runde. Beweist ihren Nachkommen. Oh, und dann haben wir es geschafft. Gut. Ich würde mal sagen, ich mache hier einfach mal einen Break. Die eine Stadt kann ich einnehmen. Ich denke mal, da wird nichts Tolles passieren. Und dann ist die Fraktion hinfällig. Ich werde das nächste Video machen, wenn wir halt die Rebellen angreifen. Ich glaube, das sind so ein, zwei, drei Runden. Wir müssen erstmal auf Land, dann dahin laufen. Müsst ihr nicht dabei sein. Euch langweilen. Das mache ich mal alleine. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, bitte lasst ein Like da oder am besten ein Abo. Ich brauche ein paar. Ich kann viele, viele Abos gebrauchen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.